Willkommen zusammen auf Rosig Nord. Wir stehen gerade in Kreuztal in der Baureihe 155, Lokomotive 102-7. Hinter uns die FALNS-Wagen, glaube ich zumindest. Genau, und wir fahren einen unbeladenen Güterzug in Richtung Hagen. Setzen uns erstmal hier rein und rüsten auf, was wir aufrüsten können. Das möchte ich erstmal schon mal auf Dunkel schalten, dann haben wir das schon mal gemacht. Gut, Fahrtrichtung wäre dann Vorwärtsstellung. Wir machen uns mal ein bisschen die Instrumentenbeleuchtung an. Führerstandsbeleuchtung machen wir uns auch mal an. Führerstandsheizung auch. Es ist nämlich kalt. So. Wir lösen mal die Bremse. Ziehen aber die Lokbremse noch an. Damit gehen wir zurück. Auch damit. Es ist ziemlich vereist alles. Daher wollen wir nicht so viel Leistung aufschalten. Okay, so. Der hintere Stromabnehmer ist gehoben. Ich würde gerne beide Stromabnehmer heben. Daher einmal den Hauptschalter raus, Stromabnehmer runter. Sinn dessen ist, sofern die Oberleitung vereist ist, kann praktisch der erste Stromabnehmer schon mal die Oberleitung so ein bisschen freikratzen und der zweite Stromabnehmer kommt dann auch an Strom ran. So, PZB Hauptschalter dann auch noch ein. Gut, dann ist die PZB an. Wir haben beide Stromabnehmer ausgewählt. Also ich weiß nicht, wie realistisch das ist mit beiden Stromabnehmern, aber ich mache das jetzt einfach. Das jetzt können wir uns auch ein bisschen einstellen. Das gefällt mir schon besser. Gut, was machen wir jetzt? Stromabnehmer hoch. Jawohl, sind beide oben. Dann Hauptschalter und Trafo an. Wir müssten theoretisch jetzt fahrbereit sein. Wir werden es gleich austesten. Ich möchte, nein, noch nicht den Stufenschalter bedienen, aber die Kontrolllichter einmal an. Fahrpultbeleuchtung bitte hoch. Dann einmal die Instrumentenbeleuchtung. Leuchtmelder funktionieren alle. Okay, das passt soweit. Dann Spitzensignal. Dreimal weiß und hinten haben wir die Zugschlusstafeln. Sehr schön. Dann können wir mal das Licht wieder ausmachen. Wir gucken uns mal etwas an, was ich neulich erst herausgefunden habe. Wir steigen einmal kurz aus. Na egal. Und zwar sind tatsächlich die FALNS-Wagen interaktiv. Man kann nämlich hier irgendwo einen Triggerpoint finden. Na, ich stimme mich mal hier drauf. Irgendwo ist hier ein Trigger, da war der. Genau, man kann nämlich praktisch diesen Hebel hier reindrücken und den kann man dann jetzt drehen und dann ist das nicht cool. Dann wird praktisch der Wagen hier dadurch entladen. So, und weg damit. So, Vmax ist, weiß ich gar nicht. Mir wurde es mal erklärt mit Vmax und wie ich das hier herausfinden kann. Ich denke mal 100 km/h. Wir fahren 100. Hoch in die Lok. Tür zu. Tür zu. Hinsetzen. Lösen. Lösen. Und wenn wir alles richtig gemacht haben, können wir Leistung aufschalten. Ganz langsam den Zug strecken. Der hinterste Wagen bewegt sich auch schon. Jetzt habe ich gar nicht aufs Signal. Okay, das Signal zeigt uns freie Fahrt an. Wir dürfen auch über 100 fahren. Wir befreien uns. PZB-mäßig, Vmax bei
120. Wir werden jetzt aber die 100 einhalten. Die 155 kann eigentlich. Wie schnell darf denn die 155 eigentlich fahren? Ich werde es gleich noch herausfinden. Es müsste doch safe irgendwo hier im Führerstand stehen. Nee, tatsächlich nicht, ne? Nee. Naja. So, noch eine Fahrstufe rein. Behalten das Oberstromlimit im Auge. Und gehen jetzt mal hoch auf die 100. Können wir den Kühlungslüfter auf automatisch stellen? Trafobelüftung? Gehen wir auf Trafobelüftung. So, wir können jetzt auch mal langsam den Zugkraft-Wahlschalter erhöhen. Schauen nur, dass das. Das war nur 187. Schauen nur, dass wir jetzt nicht an ein viel zu großes Oberstromlimit rankommen. Ich weiß gar nicht, was das Oberstromlimit der 155 ist, ehrlicherweise. Ich denke mal, so als Dauerleistung werden es wohl 250 Ampere sein. Interessant, dieses Gebäude da oben. Ach, das war die SIFA. Hat mich gerade ordentlich erschreckt. Finde ich aber schön, dass dieser SIFA-Ton noch diese richtig alt klingende Schnarre ist. Ja, schon lange nicht mehr unterwegs gewesen auf Rosig Nord, hier zwischen Hagen und nicht volle Leistung. Oh, yeah. Was? Zwischen Hagen und wo endet denn die Strecke Siegen? Nein. Hagen Siegen ist die Strecke im PS. Hagen
Ich habe keine Ahnung. Fintrop? Die doofe Karte sagt uns halt dazu nichts. Hier ist Hagen. Ja, momentan sind die meisten der Videos hier eher in so einer winterlichen Landschaft gesettet. Ich finde es eigentlich ganz hübsch. Passend zum Wetter. Kann man eigentlich so machen. Und ab hier dürfen wir dann 100 fahren. Natürlich erst dann, wenn der ganze Zug an dieser Tafel vorbei ist. Schon mal Leistung hoch drehen. So, die 70 sind erreicht und ich denke mal, jetzt können wir auch beschleunigen. Ja. Können wir wieder auf die 100 hoch. Ich habe es schon länger nicht mehr erwähnt. Aber ich mache das eigentlich immer wieder, bevor hier irgendjemand eine falsche Vorstellung hat. Das Ganze ist hier nicht in irgendeiner Art und Weise realistisch, was ich hier mache. Diejenigen, die dies wissen, die haben es auch schon sicherlich bemerkt. Und für alle anderen, das, was ich mache, ist in keinster Art und Weise von Realismus geprägt. Sieht cool aus. Was ist das? Aus wie so ein Tunnelportal. Ist das so ein kleiner... ein kleiner Tunnel. Schön. So, Vorsignal zeigt grün an. So, was haben wir da? Ein paar Wagen abgestellt. Ach, herrlich. Das mag ich an dieser Strecke so. Da, hier gibt es echt viel Industrie. Ganz viele Industrien mit Gleisanschlüssen, die auch hier im TSW mit drin sind. Und auf einigen dieser Gleisanschlüsse stehen sogar noch ein paar Wagen abgestellt. Und das, finde ich, hat mittlerweile echt
Stil. Das hat sich wirklich zu was Schönem entwickelt. Auch hier, wie wir jetzt gerade den RE hier überholen. Wohin fährst du? Nach Siegen. Der 143. Während wir hier gerade vorbeifahren an Plettenberg. Das kommt mir bekannt vor. Auch hier haben wir wieder so ein paar Industriegleise. So, Geschwindigkeit ist freigegeben auf 110 offensichtlich. Dann können wir wieder auf die 100 hochgehen. Zu kalt. Was wir aber machen können, was ich ganz cool finde, ist, dass wir dieses kleine bisschen hier aufmachen können. Ja, ich bin da. Und ich habe hier 110. Ne, ich zeig's nochmal. Also man kann wirklich nur dieses ganz kleine bisschen hier aufmachen. Das ist ein cooles kleines Detail. Hut ab. Hier wieder so ein paar Industriegleise, Gleisanschluss. Das gefällt einem insgesamt doch sehr, sehr gut. Ja, ich sitze immer wieder gerne in diesen alten Loks, ne? Also 155. Das ist einfach ein komplett anderes Fahrgefühl als in einer 146 oder in einer 185. Und ich muss wirklich sagen, ich finde das Fahrgefühl besser. Auch wenn die 155 an sich nicht so extremst gut im TSW umgesetzt ist, so von der Fahrphysik her ist sie, glaube ich, so ein bisschen... Ja, nicht ganz 100% realistisch. Geht immer so ein bisschen ab wie so ein Sportwagen beim Beschleunigen. Aber wenn man das jetzt mal ja ignoriert, da kann man schon verdammt viel Spaß mit dieser Lok haben. So gerade eben, weil dieses Interieur, dieser Innenraum einfach anders ist. Die Bedienung ist anders mit dem Handrad und dass wir uns hier noch die Brems- und Beschleunigungskraft einstellen können, dass wir hier diese ganzen analogen Anzeigen haben, analoge Tachoanzeige, ist ja auch nicht allzu häufig in deutschen Fahrzeugen mit drin. Ich überlege gerade, wo das überhaupt noch zu finden ist im TSW. Die 101 hat das noch. Der ICE3. Die 423 glaube ich auch, ne? Die 143 und die 112, ja. Aber gut, ist ein bisschen was, aber... Die restlichen Fahrzeuge haben halt eben die digitalen Displays, die auch cool sind, aber mir persönlich gefällt einfach so eine Tachonadel viel, viel mehr. So, was haben wir da? Ankündigung auf 100. Ja gut. Damit können wir leben.
Ab hier gelten dann die 100. Gleich kommt die Ankündigung auf 70. Wir können schon mal ganz leicht bremsen. Ja, das reicht. So, Licht wieder aus. Und Scheibenwischer an. Und wir bremsen. Bestätigen die 70. Grüßen den Kollegen an der 143 hier vorne. Oder an der 146, 185. So, die 70 sind erreicht. Heißt also, 1000 Hertz Prüfgeschwindigkeit ist unterschritten. Wir sind also im sicheren Bereich. Hier in Werdohl. Schön. Schön, schön. So, ab da vorne dann die 90. Ja, beim Zugfunk hier vorne lässt sich nichts weiter einstellen, außer eben der Kontrast. Ebenso bei diesem Display. Und wir können es ausschalten, wenn wir wollen. So, gehen wir hoch auf die 90. Was haben wir hier? Den Notfalltaster, da wollen wir nicht rankommen. Bremsen entlüften. Fahrschalterbeleuchtung. Dann hier die Beleuchtung für das Handrad. Und die Ankündigung auf 80. Okay, kein PZB-Magnet. Gut, dann gehen wir nicht runter auf die 70, sondern bleiben jetzt einfach mal frecherweise bei den 80. Und Scheibenwischer aus und machen uns das Licht an, damit wir was sehen. Okay, und Licht aus und Scheibenwischer an.
Was hier ganz interessant ist, bei diesem weiß-gelb-weiß-gelb-weißen Wagen an dem Hauptsignal, kann man tatsächlich, wenn man vor einem roten Signal steht und aber an dieser Stelle aufgrund des fehlenden Netzes einen Fahrdienstleister nicht erreichen kann, dieses rote Signal dann überfahren und man darf dann bis zum nächsten Hauptsignal vorziehen. Natürlich das Ganze in, ich denke mal, Vmax 25 km/h. Also wirklich fahren auf Sicht. Wobei ich glaube, fahren auf Sicht ist 40 oder nicht. Weiß ich gerade nicht. Genau, also man darf tatsächlich dieses rote Signal ohne Bestätigung des Fahrdienstleiters überfahren, wenn man ihn nicht erreicht. Wenn man also eben lange vor dem roten Signal steht und sich denkt, wurde ich jetzt vergessen, dann darf man hier tatsächlich in den nächsten Block reinfahren, aber eben mit großer Vorsicht. So hat es zumindest der Think New Fly New in einem seiner letzten Videos erklärt. Props an ihn. Oder so habe ich es zumindest verstanden. Vielleicht hat er es anders oder besser erklärt. Und ich habe jetzt gerade hier nur Quatsch rausgehauen, das kann natürlich auch sein. Aber das ist eben der Unterschied zwischen diesen weiß-rot-weiß-rot-weißen Wagen und den weiß-gelb-weiß-gelb-weißen Wagen. Oh, ich glaube, wir sind zu schnell. Eieiei. Während wir, glaube ich, durch Altena jetzt gleich durchfahren. Müssten wir doch irgendwo. Die Burg gleich sehen. Die Burg Altena. So, 70er Ankündigung. Auch hier ist kein Magnet verlegt, während wir hier da vorne durch Altena durchbrausen und an der Burg vorbeifahren. So, es geht aber bergab, deshalb gehen wir ordentlich in die Bremsung rein. Hallo Kollege. So, 16 Kilometer noch, dann sind wir in Hagen. Ich hoffe, der hat die Parkbremse drin. Okay, und Scheinwischer aus, Licht an, wobei Licht können wir direkt auslassen. Und Scheinwischer an. Geht übrigens mit Taste V. Und noch eine 187, hallo. Und ab hier dürfen wir 80 fahren.
wie gesagt, wir haben heute keine Kohle geladen. Wir fahren als Lira-Güterzug. Deshalb ist das für meine Interpretation in Ordnung, dass wir auch den hinteren Stromabnehmer gehoben haben. Weil ansonsten würde ich das natürlich nicht machen, wenn wir auch Kohle da wirklich drin gehabt hätten und etwas anderes, was in irgendeiner Form entzündlich wäre. Das wäre dann nicht so vorteilhaft bei Funkenflug. Aber so, wie es eben jetzt ist, mit komplett entladenen Wagen, finde ich, kann man das machen. Also mach ich einfach. In Realität ist das natürlich nicht nach Bauchgefühl des Lokführers oder der Lokführerin geregelt, sondern da gibt es ja ganz bestimmte Vorgaben, die aber vom jeweiligen Eisenbahnverkehrsunternehmen aufgestellt werden. Da gibt es auch keine allgemeingültigen Regelungen, soweit ich weiß, also keine Gesetze, keine Verordnungen des Eisenbahnbundesamtes, sondern tatsächlich in Abhängigkeit von den jeweiligen ExpertInnen der Eisenbahnverkehrsunternehmen. Also man muss da eben verschiedene Sachen begutachten, was Stromabnehmerwahl angeht. Da gibt es so viele Elemente, die da gleichzeitig mit einspielen. Unter anderem ist es eben, was ist in dem ersten Wagen hinter einem? Ist das entzündliches Material, wie beispielsweise Kohle oder ja, Treibstoff wäre auch noch eine Sache. Dann würde man schon mal prinzipiell eher sagen, okay, den Stromabnehmer hinten eher nicht hoch, sondern vielleicht eher den vorderen. Dann gibt es aber auch solche Sachen wie eben das Wetter. Wenn die Oberleitung vereist ist, so wie es heute bei uns der Fall ist, dann kann man zumindest in Realität häufiger beobachten, dass beide Stromabnehmer oben sind. Eben damit unter anderem der vordere Stromabnehmer so ein bisschen die Oberleitung auch freikratzt und man so sicherstellt, dass der Zug durchgehend mit Strom versorgt wird. Dann gibt es aber auch noch solche Sachen wie, fährt man beispielsweise gerade in Doppeltraktion? Da ist es so, da ist, glaube ich, die Faustregel, die aber eben auch nicht immer gilt, die, dass man eben möglichst die beiden Stromabnehmer auf der jeweiligen Lok aus oder den Stromabnehmer auf der jeweiligen Lok auswählen sollte, sodass die beiden gehobenen Stromabnehmer eine möglichst weite Distanz von sich haben. Heißt also, in der vorderen Lok wäre das dann der vordere Stromabnehmer, in der hinteren Lok wäre das der hintere Stromabnehmer. Aber eben das auch nicht immer. Denn wie gesagt, auch da ist beispielsweise von Relevanz, was dann hinter der zweiten Lok an Ladung mit dabei ist, ist das, ja, ist das tatsächlich ein offener Güterwagen, wo Kohle geladen ist oder eben Treibstoff oder sowas, dann hat das auch nochmal einen Einfluss darauf, ist es ein Personenzug, den man zieht. Da gibt es dann auch andere Regelungen für. Und was, wofür es dann vielleicht auch extra Regelungen vermutlich geben wird, ist dann die Frage, ob man im Sandwich fährt. Denn da ist es beispielsweise so, da habe ich es schon mal bei der 101 im Sandwich in Realität und auch auf Videos gesehen. Da wählt man dann bei der vorderen Lok vorne am Zug den vorderen Stromabnehmer und bei der hinteren Lok den hinteren Stromabnehmer. Meine ich zumindest so gesehen zu haben. Also gibt es auch da wohl ganz bestimmte Vorgaben. Dann ist natürlich auch die Frage, was sind überhaupt für Stromabnehmer vorhanden? Es gibt ja beispielsweise die 100, ja, ich glaube die 193er ist ein gutes Beispiel oder die 189 ist ein gutes Beispiel. Da sind ja mehrere Stromabnehmer drauf, die allerdings für verschiedene Länder zugelassen sind. Und wenn es dann eben nur diesen einen für Deutschland zugelassenen Stromabnehmer gibt, also mit dem entsprechenden Schleifstück da dran, dann kann man natürlich nur den heben. Das ist klar, dann gibt es ja gar keine andere Wahl. Und das beeinflusst aber wiederum bei einer zweiten Lok, wenn man in Doppeltraktion fahren würde, wiederum welchen Stromabnehmer man da wählen würde, je nachdem, welche zur Verfügung steht. Dann macht es, glaube ich, nochmal einen Unterschied, ob man eine Lok fährt mit
mit Scheren Stromabnehmer, von denen es keine im TSW gibt. Von daher ist das hier sowieso nicht von Relevanz. Und da gibt es vermutlich noch Dutzende weitere Faktoren, die man dann in irgendeiner Form noch mit beachten müsste, während wir gerade an Letmate vorbeirauschen. Also da gibt es wirklich ganz, ganz, ganz viel, was da in irgendeiner Art und Weise eine Rolle spielt. Und das ist faszinierend und aber auch gleichzeitig irgendwie beängstigend zugleich, wie viel da doch am Ende zu beachten ist. Zumindest denke ich mir das so. Vielleicht ist da jetzt auch viel Stuss dabei, den ich gerade erzählt habe, aber ich gehe mal davon aus, dass all diese Faktoren ja in irgendeiner Art und Weise die Stromabnehmerauswahl mit beeinflussen müssten. So, 90 angekündigt. Wir haben allerdings keinen Magneten hier liegen. Na, dann bleiben wir. Dann gehen wir jetzt nicht runter auf die 70. Weiter in freie Fahrt. So, und ich habe mich jetzt eben dafür entschieden, beide Stromabnehmer zu heben. Eben genau, weil die Oberleitung vereist ist, um so sicherzustellen, dass unser Zug durchgehend mit Strom versorgt ist. Und aber eben auch, weil der Zug, den wir ziehen, unbeladen ist. Heißt also, da besteht jetzt keine weitere Gefahr durch Funkenflug, der leider sowieso im TSW übrigens nicht animiert ist, was sehr schade ist. So, wenn der Zug beladen gewesen wäre, wenn wir also tatsächlich beispielsweise Kohle jetzt mit dabei hätten, hätte ich dann nur den vorderen Stromabnehmer ausgewählt. Aber beenden wir das ganze Thema mit dem Pantographen. Das ist sehr kompliziert, aber dafür weiß ich zu wenig darüber, als dass ich da noch großartig weiter darüber referieren könnte. Während wir hier weiterhin freie Fahrt haben, können auf die 90 hoch, wir haben noch weniger als 10 Kilometer. Wir gerade an Hohenlimburg vorbeifahren. Hagen Hohenlimburg. Und da kommt der Kollege im Dostdorf vorbei. Da fährt in Realität auf dieser Strecke, glaube ich, vor allen Dingen Flirt 2 Züge. Das trifft man hier, glaube ich, besonders häufig an. Ich glaube, Flirt 3er sieht man hoch. Die Strecke ist zumindest noch von Abellio betrieben. Noch. Im neuen Jahr, ne? 2022. Wird im Januar, glaube ich. Mitte Januar? Oder so.
wird dann Abellio den Abgang aus dem deutschen Markt machen und sich da komplett zurückziehen. Aufgrund von finanziellen Schwierigkeiten und das Mutterunternehmen, die Niederländische Staatsbahn, möchte nicht mehr für die Verluste aufkommen, die das Unternehmen einfährt. Daher wird sich Abellio vom Markt verabschieden. Per Notvergabe wurden dann die Züge vergeben an, ich meine, das National Express, die Rhein-Ruhr-Express-Züge von Abellio übernehmen wird, beziehungsweise betreiben wird. Und die restlichen Züge von Abellio, ich glaube sowas wie die S9 und so, wird, meine ich, dann von der DB betrieben. Aber da bin ich mir nicht mehr zu 100% sicher. Und auch hier die RB40 der RE 14? Nee, RE 14 ist was anderes. RE 16. Der fährt, glaube ich, nach Hagen. Auch der wird dann, glaube ich, von der DB übernommen, wenn ich das richtig im Kopf habe. So, noch 5 Kilometer. Dann sind wir auch schon da. Wir rollen übrigens die ganze Zeit nur, einfach weil wir jetzt fast die 100 km/h erreicht haben. Es geht mit 0,4% runter, daher gibt es gar keinen Grund, warum wir jetzt hier in irgendeiner Form noch Leistung aufschalten müssten. Zumal wir eh in 5 Kilometern anhalten müssen. Können wir gucken, dass wir da möglichst ressourcenschonend fahren. Dann freie Fahrt. Ja, wie gefällt euch das so? Szenarien im Schnee? Beziehungsweise Fahrten im Schnee? Mir persönlich, ich finde es super. Mir gefällt das sehr. Da wird es, glaube ich, noch ein paar Mal mehr Videos noch dazu geben. So, Langsamfahrt zu erwarten. Wir drücken auf PZB wachsam. Geschwindigkeit verringert sich. Wir müssen auf mindestens unter 70 kommen. Gehen wir mal auf 40 runter. Weil ich nicht genau weiß, welche Geschwindigkeit. Angedacht war. Interessante Perspektive. Konzentrieren wir uns. Oh, wir sind zu schnell.
Ich wollte gerade sagen, konzentrieren wir uns besser auf die Signale. Jetzt geht's hier links lang. Das bestätigen wir mit PZB wachsam. Wir sind schon wieder zu schnell. Aber okay, es geht eh bergauf. Die Schwerkraft wird das jetzt erledigen. Jetzt brauchen wir ein bisschen Leistung. Jetzt geht es doch ordentlich berghoch. So, weiter in Fahrt mit 40. Wobei ich glaube, das Signal erlaubt uns sogar 60, ne? Ja, dann gehen wir hoch auf die 60. Gut, wir müssen uns nicht befreien. Wir sind nämlich schon befreit. Oh ne, 50 dürfen wir noch fahren. So. Zack. Und ab hier sogar 80. Aber wir haben halt zu erwarten, aber das gilt nicht für uns. Nö. Nein. Ein bisschen mehr Heizung angemacht. So, dann gehen wir hoch. 80 dürfen wir fahren. Jetzt höre ich die ganze Zeit dieses Klackern davon, als würden wir über Weichen fahren. Das hat, glaube ich, manchmal die Strecke. Das ist, glaube ich, bei der Strecke so. Das ist mir nämlich schon mal auf Musiknot aufgefallen.
hat, glaube ich, nichts mit der Lok zu tun oder mit irgendwie einem Soundbug oder so, der sich eingeschlichen hat, weil ich zu oft die Kameras gewechselt habe oder so. Okay, Ankündigung auf 80, wird bestätigt. PZB ist nicht aktiv, okay. Oder der 1000-Hertz-Magnet. Obwohl eher, die PZB ist aktiv, sonst dürfen wir gar nicht so schnell fahren. Na gut, wir gehen jetzt gar nicht hoch, weil wir in ein paar hundert Metern die Ankündigung auf 40 haben werden. Nämlich da ist er auch schon. Daher gehen wir minimal schon mal in die Bremsung rein. Den Rest macht die Schwerkraft, drücken auf PZB wachsam. Lösen die Bremsen, wobei, naja, sind zu früh ausgelöst. So lösen sie ungefähr jetzt so aus. Jawohl, und dann fahren wir jetzt 40. Leistung rauf. Damit wir ungefähr die Geschwindigkeit halten. Hier müssen wir nicht auf wachsam drücken. Und ab hier gelten die 40. Oder? Nee. Ja doch, signaltechnisch schon vermutlich. So, in 1,2 Kilometer müssen wir anhalten. Da vorne wartet schon 185. Raylian, ehemalige Raylian-Maschine. Und halten dann in 800 Metern an. Da kommt noch eine 185. Oder die steht da, ich weiß es nicht. Moin, sagen wir schon mal dem Fahrdienstleiter. Das Schwersignal zeigt, dass wir fahren dürfen. Und das nächste aber in 500 Metern ist dann rot. Der wartet bestimmt, bis wir hier einmal dran vorbei sind und dann darf er fahren. Okay, und in 250 Metern halten wir an. Ich sehe noch nicht unser Gleissperrsignal. Ich glaube, das ist das hier. Jawohl, das ist das. Dann bremsen wir schon mal. Wollen ja keinerlei Risiko eingehen. Lass uns hier was passiert wie bei der Arosa-Bahn. Wer es gesehen hat, das Weihnachtsspecial. Lösen nochmal aus. Rollen die letzten paar Meterchen. So, ich danke euch auf jeden Fall ganz, ganz herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid.
Macht es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.